Und dann kriegen die nämlich hier auch nochmal einen Sprengauftrag. Und das schon mal ein bisschen, dann begradigen wir nämlich den ganzen, das ganze Areal hier Stück für Stück auch. Dass das endlich mal alles ein bisschen gleich aussieht. So, die Wasserrinne hier ist natürlich relativ schnell leer, aber das kann sein, dass wir sogar noch durchpumpen. Es passt jetzt natürlich auch immer wieder ein Schlückchenweise mehr Zeug hier rein, ne? Das passt schon. Okay, Wasser kommt auf jeden Fall jetzt in dieses Becken. Das Hauptbecken hier, wo das wir dann später nutzbar machen, das noch nicht. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Die nehmen sich das natürlich an den... Ja, okay, passt. Dann haben wir jetzt deutlich mehr Bauarbeiters. Das sollte hier tatsächlich eigentlich sich bemerkbar machen, dass hier mehr Biber unterwegs sind. Der Tag hat erst gerade angefangen. Lass mal schauen. Ja doch, also es kommen schon deutlich mehr Biber jetzt hier an. Es sind 4 weitere Bauarbeiter, ne? Das macht sich dann auch hier bemerkbar, hoffentlich im Bauspeed. Ja, wir brauchen auch deutlich mehr Holz jetzt. Na klar, na klar. Aber trotz, ach, die bauen hier, obwohl eigentlich hier die Prio drauf liegt. Natürlich, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, ne? Wenn die jetzt 2 Großbaustellen parallel bearbeiten, fein, ist, so, ist okay für mich. 2,4 Tage noch und wir haben immer noch Restwasser hier drin. Also irgendwas machen wir scheinbar halbwegs richtig. Ich bin fast schon einen Ticken begeistert. Ich freue mich schon, wenn unsere Wasserbecken jetzt dann noch befüllt werden. Mir wäre es natürlich ganz recht, wenn die dann bis dahin auch vielleicht den, die Tiefe haben, die sie haben sollten. Aber ja, wir werden sehen. Das ist ein kleiner Tank? Ja, ja, das ist der kleine Tank hier. Der Tank ist der kleine Feldertank, ja. Das ist der große Frischwassertank. Und der neue, also die neue Planung läuft ja hier unten schon. Das wird, wir werden den Fluss hier in eine Gerade reinbringen. Also wir werden den begradigen. Da sind nur noch ein paar Bäume im Weg und dann ist das eigentlich auch safe an der Stelle. Ja. Und dann werden wir den Flusslauf hier etwas erheben. Ja, da wird auch nochmal umgebaut und begradigt. Ne? Also da müssen wir natürlich auch dann nochmal dran denken, dass der gesamte Frischwassertank nochmal um 1 angehoben wird. Auch spannend. Also wir haben da noch einiges vor hier an der Ecke. Aber das wird, ja, wird schon, wird schon. Jetzt ist erstmal die Planung, den Feldertank ein bisschen in den Griff zu bekommen. Uns gehen die ganze Zeit unsere Felder kaputt. Das ist auf Dauer nicht tragbar für diese Biberpopulation hier. Trick! Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Dankeschön. So, Leute. Sag's euch. Sag's euch. Wunderbar wird das. Ja, und hier sparen wir jetzt dann Harz-Bibers ein. Wir haben 10 Jungbiber mittlerweile. Das ist auch ordentlich. Okay. Planken haben wir mittlerweile 400 auf Lager, 560 Rohholz. Und das, obwohl Deiche gebaut oder Dämme gebaut werden, das ist natürlich auch gut. Ja, doch. Kannst du machen. Ja, hier sind wir auch dran. So, hier sind mittlerweile noch 3 Biber drinnen. Der Rest ist quasi auf anderen Jobs verteilt. Das ist unsere Schlepperposten sind immer so ein bisschen der Arbeitermeter, ja. Wie viel, weil die geben ab, wenn irgendjemand anders was braucht. Und das ist auch wunderschön so. Okay. Ich bin sehr froh, wenn jetzt diese ganzen Nebenbaustellen mal alle ein bisschen abgeschlossen werden. Da freue ich mich sehr. Weil dann können wir uns wirklich um diese Tankgeschichte kümmern. Wir müssen jetzt natürlich auch überlegen, gleich den Wassertank auch wieder umzustellen. Das heißt, wir werden dann hier den einstellen dann. Ja, der soll immer zubleiben, im Moment zumindest noch. Und bringen wir Frischwasser. Da kommt Frischwasser. Jetzt lassen wir die Plörre nochmal richtig rauslaufen, dass das ganze Rot hier verschwindet. Ich denke, es ist alles draußen. Dann lass uns Wasser rauslaufen. So, hier kommt nur noch Frischwasser nach. Das ist so der Punkt, den ich eigentlich haben will, ne? Frischwasser hier drin, dann würde ich hier die Ecke zubauen.
So, und dann dauert es natürlich eine ganze Ecke, bis das Wasser so hoch kommt, dass es hier dann reinläuft. Das ist auch ein gewisser Schutzmechanismus, dass es nicht so lange dauert, bis es in den Haupttank läuft. Weil es läuft natürlich auch nur auf einer 1er Breite dann hier in die Zwischenfelder rein. Und jetzt kommt das natürlich auch hier oben an. Guck mal, wie schön das läuft. Und hier auch. Schau dir das an, wie geil. Jetzt können wir natürlich hier unten auch nochmal bis hier vorne neue, was ist das? Maniok. Wobei, ich bin fast am Überlegen, hier Mais anzubauen, fällt mir gerade auf. So, hier ein paar Maispflänzchen. Ja. Das machen wir hier oben auch. Lass uns ein bisschen Mais pflanzen. Why not? Ja. So. Goodie. So, dann die Bewässerungsbarriere müssten wir mal bei Zeiten erforschen. Das muss jetzt dann bei Zeiten auch mal weg, aber das kriegen wir jetzt auch gleich hin. Schön, wie das Wasser hier drin steht, ne? Das hält uns auf jeden Fall die nächste Zeit ein bisschen länger über Wasser. hier läuft auch gut was rein. Wie gesagt, meine Hoffnung ist natürlich, dass der große Wassertank immer schön auf Maximum voll ist, damit wir auch so unsere Dürren durchstehen können. Aber wir sind halt noch nicht bereit für all das. Das ist halt noch, solange das hier noch gebaut wird, verbrauchen wir so viele Baubiber. Gab es da nicht auch Faulfluten? Das war es gerade, Gurok. Wir hatten gerade im Moment eine Faulflut. Das hat man nur nicht gemerkt, weil wir sie direkt hier über einen Auslass, wenn wir hier die Schleusen zumachen, läuft die ganze Plörre hier an der Seite ins in den Kanal rein, in das Abwassernetz. Ja, und dann kriegst du hier oben von den Faulfluten relativ wenig mit. Das war am Anfang noch ganz anders und hat uns fast die Kolonie zwei, dreimal gekostet, bis wir uns baulich da was getan haben. Dir fehlen Betten. Ich habe doch noch 6 freie Betten aktuell. Noch haben wir Betten. Bisschen. Nee, kleine Bettchen. Schnell hier voll. Okay. Hier werden auch wieder frische Bäumchen fertig. Wirklich. Ihr habt die Vorhersage immer wieder offen für euch, ja. Wie lange wird diese Faulwassergeschichte jetzt kommend wohl dauern? Wie lange werden wir das durchstehen müssen? Gut ist natürlich, wir sind hier schon voll. Das heißt, unser Wasserspeicher ist gefüllt. Wir kriegen alle 3 Tage kommt irgendwas. Dürre, Faulwasser, egal was. Also irgendwas kriegen wir immer. Jetzt natürlich die Frage, wie lange das geht, ne? Bleibt spannend. Wie gesagt, ihr könnt eure Pünktchen da reinpacken. Ja, ich sehe auch schon, manche gehen da schon ein bisschen mehr. Ja, so 10.000er Punkte Schritte sehe ich da durchaus auch. Kirito, hast du 100k gewettet? Guten Abend und auf die Biber-Zwerg-Teil. Ey, Paul, danke dir für 42 Monate. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Ja, Kirito gleich mit 100k rein, weißt du? Ja, nimm das. So.
Und Paul, nochmal danke dir für 42, ey. Ich habe 3 Millionen liegen. Kirito einfach immer drin, ne? Also Wahnsinn. Die Leiden des alternden Zwergs, ja. Es wird Pflichtlektüre an den Schulen, ne? Also ich weiß es genau. Die bauen das schon ganz schön gut eigentlich, ne? Das sollte. Ja, die kommen, also der Bereich hier, das dauert natürlich, Dämme zu bauen, ist einfach eine große Aufgabe, ne? Obwohl das hier jetzt hier oben schon fertig wird. Die sind da schon kräftig dabei, ne? Also 66% von euch sagen, irgendwas zwischen 11 und 19 wird es werden. Vorige Woche über 100.000 im Topf liegen gelassen. Oh, aber da freut sich irgendjemand anders drüber, Toni. Das ist halt das Schlimme an Wetten, ne? Das Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. Ich habe nur noch knapp unter 1 Million, ich muss sparen. Ja. Nun, es kommt wieder, es kommt alles wieder. Okay, wir können unseren Holzlevel eigentlich halten, ganz gut zumindest. Ja, schauen wir mal. Letzten 3 Dinger, 2 nur noch. Dann können wir mit den Pumpen langsam uns Gedanken machen. 0,4 aufstauen, ihr habt recht. Null drei. Null zwei. Null eins. Wir machen die Schotten dicht. Ist schon ziemlich voll gewesen. Aber im Tank ist ein bisschen mehr Platz gewesen. Ja, passt. Und, so, wo sind wir denn? Meine Lieben. Ja, die meisten haben richtig getippt, tatsächlich. 18 Tage. Ergebnis 11 bis 19, meine Lieben. Vorhersage beenden. Herzlichen Glückwunsch an alle, die was bekommen haben jetzt. Tudi, wunderhübschen. Hi. So, die Plörre läuft an der Seite raus. Gut. Jetzt hat Timberborn gemeint, es muss sich kommentarlos beenden. Was? Ist einfach zugegangen, oder was? Unreal Engine Error. Oder ist das Unreal? Ich weiß gar nicht. Ein neuer Zwerg ist in. Ui! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Pippa unterstrich Philippa. Markus! Herzenzwergherz an Markus unterstrich der unterstrich Franke für mein Geschenk-Abo. Ich freue mich riesig, Zwergherzenzwerg. Oh. Da, schau wie, da freut sich Markus bestimmt jetzt auch. Dankeschön. Markus für den verschenkten an Pippa im 48. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Pippa freut sich riesig. Das ist schön. Das freut mich. So, Leute. Da wir jetzt 17 Tage Zeit haben, planen wir mal hier oben ein bisschen was ein. Lass uns mal hier oben die Wege rausreißen. Die müssen wir eh neu bauen. Also, Leute. Jetzt mal Butter bei die Zwergfische. Wir brauchen
dieses Teil. Und das können wir hier nicht hinbauen, das müssen wir nebeneinander bauen. Das ist natürlich ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Dann bauen wir es anders hin, dann bauen wir das anders, auch da anders. So. Jetzt müssen natürlich... Einer muss ja auf der anderen Seite ja noch raus, ne? Das muss heißt, hier muss einmal eine Lücke entstehen. Das können wir auch abholen lassen. So muss das Wasser raus. Und hier ist das Röhrchen drin. So, und jetzt brauchen wir Strom für die ganze Geschichte. Einer von denen... Also wir könnten natürlich schauen... Brauchen aber noch Zugänge zu all dem. Ich überlege gerade, wie wir das am dümmsten mit der Energiezufuhr für dieses Becken machen. Und ich habe eine Idee, aber die ist natürlich wahnsinnig wieder. Ja, genau. Zieh eine Welle hoch. Aber wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders, Leute. Das natürlich, wie soll ich sagen, so wie es ihr von mir erwarten würdet, wie ich grundsätzlich die Sachen hier löse, mit Schmackes, ja, mit Schmackes. So, dann gehen wir weiter. Also wir stellen jetzt erstmal ein paar Sachen ein. Also wir wollen hier Rohholz speichern, noch mehr Rohholz und noch mehr Rohholz. Dass wir auf der Ebene nur noch Rohholz lagern, als Dauerspeicher. Das ist okay. So, dann gehen wir eine Ebene höher. Da können wir dann vor allen Dingen Bretter lagern. Da haben wir dann genug Kapazitäten, um für immer Bretter einzulagern. Ich weiß, die werden zwar auf der anderen Seite der Kolonie geproduziert, aber als Dauerspeicher tun es die hier auch, ne? Gut. Ist die Pumpe so geplant oder hält die den Rüssel in die falsche Richtung? Das passt schon. Also die soll ja hier bei Bedarf Wasser in das System abgeben. Also die sollen hier Vollgas Wasser reinpumpen in das Ding, damit das voll wird. Und wenn wir jetzt mal eine Dürre haben, wo dann hier das Wasser uns ausgeht und vor allem die Bärensträucher wieder kaputt gehen, schalten wir die einfach locker flockig an und sagen, let's go! Und dann geht sie. Ja. Wir könnten natürlich jetzt auch, da wir hier enorm viel Platz haben, könnten wir hier auch Batterien hinsetzen. Dann brauchen wir nämlich statt 6 Motoren nur noch 4. Und Batterien bei Bedarf. Wäre eine geile Idee, dann machen wir hier Batterien hin. Dann nutzen wir diese große Geschichte mit Batterien. Okay. Forscht doch größere Lagerhäuser. Sind die nicht dann auch größer? Also wir bauen ja die anderen. Die gehen ja, also diese Lagerhäuser könnten wir easy forschen. Gar kein Stress. Aber das sind doch die falschen. Die will ich doch gar nicht. Ich will die hier. So, jetzt sind wir auf der Höhe, wo ich hin will, oder? Ja. Aber dazu müssen wir natürlich jetzt noch einen Weg nach oben gehen. Das könnten wir hier hinten locker flockig machen.
Also sagen wir, wir machen dann den Weg hier hinten einfach noch eins höher. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit einer Treppe rauf. Und dann muss hier noch einer weg. So. Ja, da hat er gesagt, wir bauen nun ein ganz kleines Lagerhaus. Hm. Stopp, das war eins zu weit. Entschuldigung. So. So. Dann machen wir hier nochmal eins höher. Da kommen jetzt dann nochmal diese Lagerhäuser drauf. Und in die lagern wir dann später mal andere Sachen ein. Könnte man Metall auch hier oben einlagern, einfach nur um es auch hier mal gespeichert zu haben. Dann lagern wir hier mal behandelte Bretter ein. Erde will ich hier drin nicht haben. Und dann noch einmal ein Altmetall. Einfach nur, falls wir mal irgendwann hier Wege trennen müssen, dass wir hier von dort oben den ganzen Bereich ausdecken können. Das ist okay. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch den Anschluss an das Restsystem. Das heißt, wir gehen jetzt natürlich, müssen wir jetzt auch schauen, dass wir hier, wir kommen hier hoch. Und dann gehen wir hier vorne rüber. Ah, warte, nein. Tun wir nicht. Wir gehen hier hoch. Okay. Stopp, nee. Und dann gehen wir hier oben noch ganz hoch. Oh Gott. So. Und dann bauen wir jetzt unsere Energiegeschichte auf. Das heißt, wir fangen an mal mit 4 Motoren. Hier müssen wir eh noch ein bisschen nach vorne bauen. Das muss an der Seite angeschlossen sein.
So, wir bauen das jetzt einfach so auf. So, passt. Jetzt übertreibt er aber. Hey, 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 das ist niemals nie übertrieben. Das ist eine völlig angenehme Geschichte, um einen kleinen Wassertank hier zu befüllen. Ich verstehe die Frage nicht. So, aber ist ja noch nicht fertig. Hier oben müssen wir es noch ändern. Das geht nicht. Da müssen wir eine Zweierhöhe reinbauen. Und dann eine Einserhöhe. Das schöne Holz! Ja, dafür ist es noch ein erneuerbar. Jetzt sag doch mal nicht so. So, wir kriegen das wieder. So, jetzt holen wir uns erstmal die Batterie. Und bauen hier einen schönen Batteriepark rein. Und dann lass mal ganz kurz nach unten schauen. Das wird dann hier angeschlossen. Genau, geht direkt auf die Welle drauf. Wir können das auch auf der anderen Seite noch mit anschließen, was soll's. Ja, das schaut optisch einfach schöner aus. So, Bämsle. Dann haben wir das nämlich geschafft. Dann machen wir hier einfach noch einen Weg rein, damit die Beavers auch hier wissen, dass sie da durchkommen dürfen. Ja, und dann haben die hier nämlich auch hinten nochmal einen Anschluss. Genau, so. Dann können wir dann hier oben, können wir dann nochmal eine schöne Bank hinbauen, weil der Aussicht hier oben ist natürlich phänomenal, ne? Also das muss man schon auch wirklich sehen. Dann hier ein paar Aussichtsplattformen, ne? So hier so ein bisschen Busch, ne? Der Busch. Ich finde, das hat dann auch was für sich. Ne? Ist optisch nicht schlecht. Was er nur machen will, was wird er nur machen, wenn er einen großen befüllen möchte? Ja. Das ist die zwergische Bauart, also normal. Und wenn du jetzt noch die großen Wasserräder in den Fluss setzt und verbindest, bin ich zufrieden. Oh. Das wäre natürlich schön. Hätte ja auch Vorteile, sehe ich ein. Hätte Vorteile. Ich sag mal so, ja. Ich verstehe das. Warte mal ganz kurz, wir müssen hier mal unbedingt ausschalten. Das läuft alles gerade noch ein bisschen unkontrolliert hier auf der Seite. Ja. Das mit dem Fluss lasse ich erstmal noch, solange ich die Biebers nicht behandeln kann, falls sie krank werden. Weil hier kommt viel Faulwasser gerade durch. Mal gucken. So. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Aufwand wir betrieben haben, um da ein gigantisches Flutbecken zu erbauen. Wir haben sogar Erdbohrer benutzt, damit wir das ausbuddeln konnten, weil das zu lange gedauert hätte mit Sprengstoff. Ja, ja, nun.